freue mich sehr auf unseren Web-Talk heute zum Thema Resilienz. Was Resilienz ausmacht und wie man sie entwickeln kann, zunächst mal in und mit uns, was ja auch immer einer der ersten Schritte ist, dass wir Dinge bei uns beginnen und dann eben auch in der Gesellschaft. Was ist denn überhaupt Resilienz, Frau Nimmerfroh? Was heißt das? Also Resilienz bezeichnet allgemein die Widerstandskraft gegen Belastungen. Und ich glaube, das hätten wir alle ganz gerne, ne? Wenn man sich vorstellt, da kommt was auf mich zu, ob es im privaten Bereich ist oder im beruflichen Bereich. Und ich wäre in der Lage, das Problem zu lösen, kühl zu überlegen, es mir nicht so schwer zu nehmen und nachher dann zu sagen, ja, ich habe diese Herausforderung bewältigt. Und an meinem etwas ironischen Tonfall merken Sie, dass auch mir das nicht immer leicht fällt. Und genau darum soll es heute Abend gehen, um dieses Ideal, was vielleicht viele von Ihnen erreichen wollen. Ich freue mich, dass wir heute Abend zusammen sind. Mein Name ist Maria Christina Nimmerfroh. Ich bin von Hause aus Psychologin und da liegt ja das Thema Resilienz jetzt nicht ganz so fern. Ich habe sehr viel zu tun in der Beratung mit Organisationen, mit Unternehmen, mit Führungskräften und natürlich auch mit allen anderen Bereichen der sozialtherapeutischen Beratung. So einmal so quer durch den Garten des Klinischen und des Organisationalen. Und dazu bin ich auch im Ehrenamt engagiert. Und da gibt es natürlich auch Organisationen. Und wenn wir uns unser Land angucken, so ein bisschen mehr Resilienz würde uns, glaube ich, auch noch mal ganz gut tun. Deswegen springen wir da heute mit beiden Füßen rein, nämlich einmal einen Blick auf Sie, einen Blick auf uns, auf die individuelle Resilienz und natürlich auch auf alle anderen Aspekte. Da kommt jemand ins Bild. Miriam, was können wir tun? Ja, ich komme noch mal, weil ich es tatsächlich vergessen habe bei dem Stichwort mit Blick auf Sie. Sie können nämlich auch aktiv gerne teilnehmen, indem Sie Fragen stellen. Das geht im Frage- und Antwort-Button unten. Bitte nicht im Chat, sondern in dem F&A. Da können wir dann Ihre Fragen beantworten. Vielen Dank. Tragen Sie ruhig da Ihre Frage ein in dem Moment, wo sie Ihnen einfällt. Sie müssen nicht warten, bis irgendwie eine sinnvolle Stelle kommt, sondern wir nehmen jede Frage gerne zu jeder Zeit auf und unterbrechen dann nicht direkt, aber dann in der Nähe Ihrer Frage auch gerne dafür. Dafür ist es da. Das ist nicht Fernsehen, sondern hier können Sie sich auch direkt beteiligen. Und ich glaube, bei dem Thema ergibt sich auch die eine oder andere Frage, die Sie dann natürlich gerne hier einbringen können. Ich habe natürlich auch was mitgebracht, klar. Ne? Sonst wäre es auch ein bisschen schade. Ich warte nicht nur auf Ihre Fragen, die sicherlich ganz interessant sind, sondern wir haben auch was mitgebracht. Eine kleine Sekunde. Und da fangen wir doch mal mit Ihnen an, denn die Resilienz fängt natürlich nicht bei der Organisation an, bei der Gesellschaft, sondern bei den Menschen, die dabei sind. Ja, so, gucken Sie mal da drauf. Was sehen Sie hier? Ein paar Fragen an Sie. Ne? Also hier, wir haben hier im Angebot Aussagen und diese Aussagen können zutreffen oder nicht zutreffen. Gucken Sie mal auf die erste. Mich bringt so schnell nichts aus der Fassung. Und dann haben wir hier so eine Skala. Wo trifft überhaupt nicht zu, bis trifft voll zu. Ne? 6 Abstufungen. Das heißt, überlegen Sie mal für sich, wo bin ich denn da? Ja? Bin ich leicht aus der Fassung zu bringen? Eher schwierig? Bin ich da eher ruhig? Und weitere Frage. Es gelingt mir hervorragend, Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Vielleicht kommt es auf die Situation an, aber gucken Sie mal insgesamt. Gelingt mir das? Ja? Könnte ich das? Ja? Bin ich dazu in der Lage, wenn ein Problem auf mich zukommt? Dann natürlich auch der Optimismus. Ich kann jeder Situation etwas Positives abgewinnen. Da wir 6 Abstufungen haben, müssen Sie sich nicht zwischen kann ich nie und kann ich immer entscheiden, sondern gucken Sie mal, was passt denn auf mich so dazwischen. Ne? Bin ich eher so jemand, der vielen Situationen was Positives abgewinnen kann oder eher zu der Fraktion, wo ich sage, nee, also ich mache mir da schon immer ziemlich einen Kopf drum. Und der letzte Punkt für Sie persönlich, bevor wir zu den Organisationen kommen. Ich bin davon überzeugt, allen zukünftigen beruflichen Herausforderungen gewachsen zu sein. Boah, das ist schon ein ganz schöner Hammer, ne? Da wird es vielleicht nicht viele geben, die sagen, ja klar, sehe ich sofort. Und vielleicht wird es aber hoffentlich auch wenige geben, die sagen, boah, eigentlich ist das schwierig. So, warum mache ich das mit Ihnen? Sie sehen hier 4 ausgewählte Fragen aus einem Resilienzfragebogen. Denn eigentlich könnte ich auch hier mit Ihnen jetzt Ihre persönliche Resilienz messen.
Das ist jetzt ein bisschen schwierig in dieser Gruppe, aber ich kann Ihnen sagen, was alles dazugehört. Und da haben wir hier schon mal 4 Aspekte, die eine riesige Rolle spielen in der Resilienz. Die Gelassenheit. Und wir wissen alle, die kann man jetzt nicht anerziehen. Ne? Da kann man also jemand, der sehr impulsiv und temperamentvoll ist, zu sagen, nimm dich doch mal ein bisschen zurück, siehst doch mal etwas gelassener. Viele von Ihnen wissen, das funktioniert nicht. Das heißt, da müssen wir irgendwie noch auf andere Ideen kommen. Und da kommen wir auch noch dazu, wie man denn sowas trainieren kann. Was aber ganz wichtig ist, ist der Perspektivenwechsel. Und ich glaube, da können wir direkt auch was machen. Also sich bei Problemen und Belastungen und schwierigen Herausforderungen Gedanken machen, kann man das Problem nicht auch von der anderen Seite aus sehen? Ja, gibt es nicht eine Möglichkeit, den Blickwinkel zu wechseln? Denken Sie an schwierige Gespräche, die Sie vielleicht im Moment führen. Ich führe selber meiner Tätigkeit an einer Hochschule, auch kleinere Teams. Und da habe ich manchmal gelegentlich Mitarbeitergespräche, wo ich sage, versuche ich doch mal die Sichtweise der anderen Person anzunehmen, bevor ich mich da zu sehr ärgere oder auch die Sichtweise von Studierenden. Also das ist was man tatsächlich auch verstandesmäßig steuern kann und sagen, kann ich hier zurücktreten, kann ich mir die andere Sicht mal ansehen. Ich muss nicht der anderen Überzeugung sein, aber alleine der Perspektivenwechsel, der ist da schon mal wichtig. Dann natürlich der Optimismus, den kann man natürlich auch nicht verordnen, ne? Aber der spielt natürlich eine unglaublich große Rolle und ich wehre mich eigentlich immer gegen diesen platten Satz in populärwissenschaftlichen Büchern. Gucken Sie doch mal, was positiv daran ist. Na, wenn ich einen Platten am Fahrrad habe und stehe in der Pampa, dann fällt es schwer, dem etwas Positives abzugewinnen. Also vielleicht allerhöchstens, dass ich beim nächsten Mal wirklich dran denke, einen Ersatzschlauch und Werkzeug mitzunehmen. Also da, das ist was, was sich immer so wahnsinnig schön anhört, wenn man hier um 18.08 Uhr vorm Rechner sitzt. Aber das muss man tatsächlich auch mal üben. Ich erinnere da gerne an meine Großmutter, die sagte, wer weiß, wofür es gut ist. Das heißt, in der Situation kann man das oft nicht, aber in der Rückschau kann man dann schon mal sagen, naja, das ist jetzt total schief gelaufen, aber eigentlich war es was Gutes, weil ich dann eine neue berufliche Herausforderung angenommen habe, weil ich eine Veränderung vorgenommen habe, die notwendig war, weil ich den Kopf endlich frei bekommen habe und was anderes machen konnte. Wenn Ihnen das in der Situation nicht gelingt, weil man da denkt, wie positiv, totaler Quatsch, denken Sie mal an Situationen zurück und sagen, okay, da ist was wirklich schwierig geworden, sei es Partnerschaft oder Beruf oder Familie oder Freundeskreis. Und jetzt ist ja, wenn Sie vergangene Ereignisse angucken, sind sie ja eine Zeit vergangen. Und dann gucken Sie darauf zurück und versuchen dann, den positiven Aspekt zu sehen. Gelingt natürlich nicht immer, aber es ist ein perfektes Training für die Zukunft. In den Situationen, wo einem das nicht sofort einfällt. Dann für mich eigentlich der wichtigste Punkt hier in diesem Bereich ist die sogenannte Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Klingt fürchterlich sperrig. Ich sage Ihnen aber Schweizer Messer der Psychologie. Selbstwirksamkeit bedeutet, ich habe das Gefühl, dass das, was ich mache, was bringt. Das klingt erstmal fürchterlich platt. Bei relativ einfachen Tätigkeiten leuchtet uns das allen ein. Wenn ich jetzt nachher meinen Müll runterbringe, dann steht der Müll nicht mehr in der Küche, ist weg. Das heißt, ich habe eine hohe Selbstwirksamkeit in Bezug auf Müll runterbringen. Das, was ich tue, hat Erfolg. So. Jetzt reden wir aber viel komplexere Situationen. Verhalten im Team, im Beruf, Verhalten im Ehrenamt, in der Politik oder in anderen Kontexten. Und da ist es unabdingbar wichtig, diese Selbstwirksamkeit zu haben. Denn wenn man die nicht hat, macht man es eben auch nicht. Und das ist der Schlüssel dazu, um vielleicht auf andere Leute drauf zu gucken, die sagen, warum macht der das nicht? Ist doch, ne, logisch und sinnvoll. Und dann fehlt in der Regel diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Das, was ich mache, bringt was. Und da kommen wir dann auch zum Thema Führung, denn das ist auch unsere Verantwortung in Organisationen. Ich habe schon eine wichtige Frage zum Anfang, und zwar, ob es ein Handout gibt. Dieser Präsentation. Ja, also die Präsentation, die Sie hier sehen, können Sie selbstverständlich im Nachgang bekommen. Wir sagen nachher an, wie man drankommt, natürlich. Und wer Literatur dazu haben möchte, der kann ich natürlich auch bereitstellen, also auch die Sachen, die ich daher habe. Und wir stehen auch außerhalb der Veranstaltung natürlich für Fragen zur Verfügung. Genau, und dann gibt es noch 3 weitere Anmerkungen. Mit einer fange ich jetzt an, das war zwar die letzte, aber die kam beim Optimismus, dass man etwas Positives abgewinnen kann. Da kam vielleicht besser, was kann ich daraus lernen?
Ich denke, dass es zu dem Zeitpunkt kam. Wenn nicht, dann bitte schreiben Sie nochmal. Und dann wünscht eine Teilnehmerin die Abgrenzung zu Stressresistenz. Und dann ist noch die Anmerkung, wenn man immer etwas Positives sieht, finden andere das auch nicht so toll. Fangen wir mal von hinten an. Wenn man natürlich immer sagt, ey, super, dass jetzt dieses passiert ist, weil auf lange Sicht, ne, wir haben jetzt eine große Autoreparatur und auf lange Sicht bringt uns das zum Nachdenken, dass wir das Auto abschaffen. Ja? Das will in dem Moment kein Mensch hören. Also da, wir kommen auch noch zu dem Punkt, wie kommuniziere ich das gegenüber anderen? Das ist ja jetzt etwas, was man eher mit sich selber ausmacht. Sie sollen nicht, und das ist sicherlich nie gut, wenn jemand wirklich aufgeregt ist und genervt und frustriert ankommt und sagen, Mensch, ich war da bei so einem Resilienzvortrag, wir suchen jetzt mal das Positive. Ja, versuchen das mal jemandem, der in einer schwierigen Situation ist, sich gerade mit seinen Teenager-Kindern gestritten hat. Das wird nicht funktionieren. Also da gebotene Vorsicht, das ist kein Instrumentenkasten für Gesprächsführung, sondern da nehmen Sie natürlich erstmal die Stimmung auf. Die andere Frage ist, wie grenzt sich das ab zur Stressresistenz? Die Resilienz ist weitergehend. Also die Stressresistenz sagt ja, ich bin in der Lage, mit sehr, sehr ständig wechselnden Situationen umzugehen und kann auch, wenn irgendwas sehr anstrengend war, danach kann ich gut runterkommen. Und die Resilienz guckt ein bisschen weiter, also auch auf den Zeithorizont, auf eine Perspektive, die ich persönlich habe. Also die Resistenz ist sicherlich ein sehr wichtiger Resilienz, aber da haben wir noch ein bisschen mehr im Angebot. Und bei dem Optimismus und dem Lernen würde ich gerne anmerken, ja, das Lernen kommt auch vor, ist auch wichtig, aber es geht auch tatsächlich darum, irgendwas Positives damit zu verbinden, weil Lernen kann ja auch einfach mal anstrengend sein. Ja, ich weiß, das musste sein, weil ich da was lernen musste und durch schwierige Situationen lernt man ja auch. Ich hätte fast gesagt, das ist mir zu wenig freudvoll. Also es muss tatsächlich auch ein positives Ende oder ein positiver Aspekt da rein. Aber das mit dem Lernen ist auch wichtig. Und wir merken jetzt schon, wie groß das Thema ist. Und wo ich gerne hin möchte, ist Ihnen zu zeigen, wie breit das ist, was Sie vielleicht davon schon machen und an Ressourcen haben und was Sie auch noch machen können. Ja, also wo tatsächlich auch noch Potenzial ist. Und ich war vorhin bei der Selbstwirksamkeitsüberzeugung, die kommt noch ein paar Mal vor. Wenn Sie bislang damit wenig zu tun hatten, weil der Begriff ja jetzt auch in der Alltagspresse auch nicht so vorkommt oder so, es ist unglaublich wichtig. Also wenn Sie sagen, das andere habe ich alle nicht, aber diese Selbstwirksamkeit führt uns zum Handeln. Und gerade in schwierigen Situationen oder Herausforderungen ist es wichtig zu wissen, das, was ich tue, bringt was. Ich werde nicht immer richtig entscheiden. Ja, das findet sich irgendwie. Aber ich habe Möglichkeiten, ich habe Handlungsmöglichkeiten. Denn wenn diese Selbstwirksamkeit nicht da ist, dann ist eben auch das Handeln nicht mehr da. Und das hat psychisch sehr, sehr negative Auswirkungen. Das heißt, wenn Sie irgendwie auf jemanden treffen und sagen, das bringt doch eh nichts, was ich hier mache. Ein ganz, ganz gefährlicher Moment. Das ist nicht nur das Nichtvorhandensein von Resilienz, sondern geht auch schon in die Richtung der persönlichen Gefährdung. Und zwar nicht, wenn es um einen persönlichen Frustmoment geht, den hat jeder mal, sondern tatsächlich, was Lebensplanung oder Ähnliches angeht. Jetzt haben wir mal eben auf Sie geguckt. Jetzt hatten Sie noch ein bisschen Augenblick Zeit auf wir nennen das Items in der Psychologie, also auf diese kleinen Aussagesätze zu gucken. Und so ein Resilienzfragebogen hat, also der hat ungefähr 22 Fragen für Sie persönlich und danach kann man so ein Resilienzprofil dann auch entwickeln. Für mich ist das immer ganz wichtig zu sagen, ja, was kann ich denn dann damit machen? Ne? Weil einfach nur analysieren, ja, schön, aber ich will das ja, will dann ja ins Handeln kommen. Wir gehen mal eine Ebene höher. Und zwar in der Organisation. Ich glaube, Moment, das ist in der Reihenfolge was falsch. Im Team, Entschuldigung, da waren wir einen zu weit. Jetzt kommt erst das Team, also der Bereich, in dem Sie unmittelbar arbeiten. Das kann Ihr berufliches Team sein, das kann aber auch ein Vorstand sein von einem Verein oder eine Partei oder Ähnliches. Dann haben wir jetzt auch wieder solche Felder. Ja? Wir haben aber die Fehlerkultur. Mein Team geht offen mit Fehlern um und lernt daraus. Ja, wir wissen, das hört sich super an und jeder würde sagen, klar, brauchen wir. Es ist aber ein ganz wichtiger Bestandteil der Resilienz, um eben auch mit Problemen umgehen zu können. Und ich weiß, ich habe auch schon in Gremien gesessen, wo das nicht der Fall war und ich hoffe inständig, dass keinem Gremium, dem ich vorstehe, so agiert.
dass eben nicht offen mit Fehlern umgegangen wird, sondern eher eine Schuldkultur geprägt wird. Das ist ein großer Risikofaktor. Dann geht es nämlich auch nicht weiter. Und im Team wird eher Angst gehabt, oh, was machen wir denn im Falle eines Misserfolgs? Wir kriegen geschimpft oder es gibt große Kritik oder wir schieben uns gegenseitig die Schuld zu. Das ist natürlich das Gegenteil von Resilienz, also von der Bewältigung von Problemen. Also wenn Sie das Gefühl haben, in Ihrem Team geht das, was da steht, gerade nicht, da wird nicht offen mit Fehlern umgegangen, dann haben Sie schon direkt ein großes Problem. Und das muss man dann auch angehen. Ne? Also im besten Fall natürlich in einer Position, in der man das auch ansprechen kann. Ja? Kein Klima der Angst. Dann haben wir die Gelassenheit, die es natürlich auch im Team gibt. Mein Team bringt so schnell nichts aus der Fassung. Ne? Da passiert irgendwas und die anderen sagen, ja, packen wir jetzt an. Ne? Läuft nicht rund, aber kriegen wir hin. Der Umgang mit Misserfolg ist auch wichtig. Mein Team kann Rückschläge schnell verkraften. Ein Rückschlag ist natürlich ein Schlag, muss auch ernst genommen werden, Frust, genervt sein, Enttäuschung, völlig in Ordnung, aber muss halt auch wieder raus. Ja? Und das gehört auch zur Resilienz. Dann die Vision. Wir haben als Team ein klares gemeinsames Ziel. Und mit so einem kleinen Seitenhieb auf die Politik habe ich mir erlaubt, einen eigenen Text zu ergänzen, nämlich wirklich. Ich selber habe Erfahrungen in politischen Gremien, bin selber im Mandat gewesen in der Kommunalpolitik. Und natürlich haben politische Parteien, und ich hoffe, hier sitzen einige, die da vielleicht auch engagiert sind, oder Sie sehen ja Politiker in den Medien, die haben ein gemeinsames Ziel. Ne? Die Partei soll möglichst viele Wählerstimmen bekommen, Einfluss haben, Programme umsetzen etc. Aber manchmal sitzen sie in Gremien, da will der eine halt Minister werden, ne? Der andere will Vorsitzende und die nächste will Generalsekretärin werden oder irgendein anderes tolles Amt haben. Das heißt, dieses wir kämpfen wirklich für ein gemeinsames Ziel und nicht nur dafür, dass ich das größte Stück vom Kuchen kriege, das ist tatsächlich seltener, als man so meint. Und deswegen habe ich das wirklich ergänzt, denn eigentlich würden Teams sagen, ja klar, wir sind ein wichtiger Teil des Unternehmens und machen das, aber es muss ja eben auch tatsächlich stimmen. Gehen wir noch mal eine Ebene höher. Wir waren beim Team. Und diese Facetten machen natürlich auch ein Team resilienter. Gucken wir mal eine Ebene höher auf die Organisation. Da habe ich mir das Durchhaltevermögen ausgesucht. Meine Organisation steht auch schwierige Phasen durch. Das kann einmal organisationale Gründe haben, weil man ein Unternehmen oder eine Organisation ist, die immer existiert. Ich könnte sagen, ich bin auch in der Kirche engagiert. Die haben auch schon schwierige Phasen durchgestanden und vermutlich wird es auch noch, weil sie so groß sind, auch einige weitere dann auch bestehen. Ich merke gerade, ich habe mir ein schwieriges Beispiel ausgesucht. Entschuldigung. Einen Augenblick. Der nächste Aspekt ist der Gestaltungsspielraum. Meine Organisation nutzt ihren vorhandenen Handlungsspielraum, zum Beispiel den gesetzlichen Rahmen, voll für sich aus. Das bedeutet, eine Organisation kann handeln und sagt, wir haben hier eine ganze Menge, das können wir machen. Wir können über unsere Grenzen, die wir eigentlich haben, hinwegdenken und uns was Neues ausdenken. Das gilt natürlich auch für den Einzelnen. Man ist nicht gefangen in Rahmenbedingungen, sondern kann weiter denken. Auch das ist ein wichtiger Bestandteil der Resilienz. Und das kann ich natürlich auch trainieren und sagen, hier, welche Grenzen gibt es wirklich, ja, die wirklich faktisch sind, die wir nicht überschreiten können. Aber innerhalb dieser Möglichkeiten haben wir da nicht noch mehr, was wir tun können. Dann die Stressresistenz. Widrigkeiten werfen meine Organisation nicht aus der Bahn. Ne? Mal eine Krisensituation auch mal durchstehen. Und hier sind dann wieder mit Durchhaltevermögen, Gestaltungsspielraum und Stressresistenz auch Aspekte, die für mich persönlich, und hier haben wir die Stressresistenz, für mein Team und auch für die Organisation gelten. Das heißt, die Aspekte, die Sie hier in den Überschriften, in den Kategorien sehen, die gelten für alle Ebenen, auch für mich. Durchhaltevermögen auf der individuellen Ebene, Gestaltungsspielraum wahrnehmen. Das ist ein ganz, neben der Selbstwirksamkeit, auch ein wichtiger Punkt. Handlungsoptionen sehen und auch mal sagen, ich nutze das aus, was ich alles machen kann. Also nicht sofort sagen, geht nicht, ist zu teuer, kann ich nicht umsetzen oder Ähnliches, sondern da mal offener rangeht. Das muss nicht unbedingt risikoreicher sein, aber mal den Blick weiten für die Möglichkeiten, die es gibt.
Was ich zeigen wollte, ist, mit welchen Möglichkeiten wir solche Sachen messen können und welche Aspekte dazugehören und auch gleichzeitig schon mal so einen Blick dahin geben, wie kann ich das denn trainieren? Ja, wenn ich das Gefühl habe, ich habe als Individuum, als Team oder als Organisation davon zu wenig. Es gibt Sachen, die man gut trainieren kann, also hier den Gestaltungsspielraum erweitern kann ich, indem ich Ideen-Workshops mache mit den anderen und sage, hier, überleg doch mal ein bisschen weiter, was können wir denn alles machen und ohne diese Grenze, was alles immer nicht geht. Also den Gestaltungsspielraum erweitern ist tatsächlich etwas, was man gut umsetzen kann, wohingegen die Stressresistenz eben nicht einfach mit einem Workshop und 2 Stunden netter Moderation getan ist. Aber da kommen wir noch dazu, wie wir dann auch solche Aspekte erweitern können. Das heißt, wir haben Möglichkeiten, Resilienz auch zu trainieren und zu erweitern, und zwar auf allen Ebenen. Und wenn ich im Bundeskabinett wäre, würde ich das auch gerne auf der Bundesebene tun. So, wir machen eine kleine Übung. Keine Angst, gibt nur eine. Bevor wir eine Übung machen, haben wir Fragen. Genau, die kam gerade noch. Und zwar zur Fehlerkultur. Hier ist der Treiber die Unternehmenskultur. Wichtig ist, so denke ich, sagte Herr Sternberg, sich seiner eigenen Ressourcen bewusst zu sein. Und noch eine Anmerkung. Das hört sich alles gut an. Was ist, wenn keiner mitgeht? Das mit der Fehlerkultur kann ich direkt drauf eingehen. Klar, das kommt von der Unternehmenskultur. Das ist aber auch was, was man echt trainieren kann. Also indem man dann sagt, hier, ich kritisiere nicht vorschnell, ich stelle nicht ständig die Schuldfrage, ich gucke nach vorne. Das kann ich durch Formulierungen steuern. Ne? Wenn was richtig in die Hose geht, kann ich im Team das ansprechen und sagen, okay, Projekt X ging schief, mich interessiert nicht, wer da mal den falschen Bogen ausgefüllt hat oder wer zu spät war. Ich möchte wissen, wie können wir diese Sachen in Zukunft verhindern und verändern. Das geht noch am einfachsten. Die andere Frage ist, wenn keiner mitgeht. Schlechte Nachricht, wie überall, Fisch stinkt vom Kopf. Das heißt, es ist eine Führungsaufgabe. Und wenn ich an der Führung Personen habe, und ich habe das natürlich auch selber schon erlebt, die das höchstens unterschreiben, weil sie es gut anhört, aber wie wir in der Organisationskultur sagen, ist nicht leben, dann haben sie nicht viele Chancen. Allerdings können sie als Einzelner da auch eine ganze Menge dran tun, denn wir kommunizieren ja regelmäßig mit unseren Kollegen oder in der Familie oder im Ehrenamt. Das heißt, ich kann alleine dadurch, wie ich formuliere und selbst wenn ich nur ausführendes Organ bin oder einfaches Mitglied oder Mitarbeitender auf einer unteren Ebene, kann ich dazu was beitragen und kann sagen, okay, ich erinnere an die gemeinsame Vision, ich fordere die ein oder ich bremse andere, die zu sehr auf der Schuldfrage rumreiten. Also unterschätzen Sie nicht, das kommt auch noch, unterschätzen Sie nicht die Wirkung der Kommunikation, insbesondere der persönlichen Kommunikation. In einem Meeting mal das Wort ergreifen, in kleiner Runde Leuten in die Augen sehen und sagen, Mensch, ich glaube, wir müssen da etwas vorsichtiger agieren. Oder eben, ja, mir tat das auch weh, dass was schiefgegangen ist, aber wir gucken jetzt mal, wie wir das besser machen können. Also die Kommunikation und die Wirkung auf die Zusammenarbeit und auch in demzufolge dann mittelbar auf die Resilienz wird massiv unterschätzt. Das kann ich Ihnen aus meiner Erfahrung in vielen Kontexten wirklich sagen. Wenn Sie das Gefühl haben, ich kann da alleine nichts erreichen, weil die anderen nicht mitgehen und so weiter, dann haben Sie die einmalige Chance, mit dem, was Sie kommunikativ können oder sich vielleicht noch erweitern, viel zu erreichen. Wenn Sie nämlich in Teams oder Gremien sitzen, wo die anderen nichts sagen, denken, ist alles nicht so für mich, dann sind Sie derjenige oder diejenige, die spricht. Und ich kann Sie nur dazu ermuntern, wenn die anderen hinten drin sitzen und sich den Schlanken machen, dann haben die ihren Wortbeitrag und ihre Idee im Ohr. Und die bleibt dann sehr, sehr gut da sitzen. Das wirkt nicht sofort, aber wenn das auf mittelfristig nicht klappt, ich gehe für alle meine Tipps in die Haftung, dann können Sie gerne nochmal zu mir kommen. Ja, und die Fragen reißen nicht ab. Müsste Selbstwirksamkeit, Überzeugungstraining nicht auch ein wichtiger Bestandteil von Sozialarbeit sein, sofern es nicht schon so ist? Mit sozial schwachen, benachteiligten Menschen oder Gruppen oder Ähnlichem. Idealerweise nicht als Ersatz für Bemühungen um soziale Gerechtigkeit, aber ein übermächtiges Gefühl von Chancenlosigkeit kann Möglichkeiten der Teilnahme oder Integration
unterminieren? Und dann noch eine Frage, wie verhalte ich mich, wenn gerade diese regelmäßige Kommunikation verweigert wird? Mache ich es mir einfach und nehme die Frage der Sozialarbeit als erstes. Da rennen sie bei mir offene Türen ein. Da bin ich seit Jahren bei Sozialpolitikern dran und sage, Mensch, hier Agentur für Arbeit oder die Unterstützungsseminare und Workshops für diese Gruppen anbieten und mit denen arbeiten, zuerst Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit stärken und dann Bewerbungstraining und anderes. Ich sehe das genauso wie die Person, die diese Frage gestellt hat. Ohne Selbstwirksamkeit hilft auch die beste Ausbildung oder Formalqualifikation nichts. Und wir wissen, dass gerade in den Bereichen, wo Menschen lange arbeitssuchend sind oder, das klingt so unschön, Vermittlungshemmnis, das ist ein fürchterliches Wort, aber Menschen, die sich schwer tun, in einen Arbeitsprozess integriert zu werden aus sehr verschiedenen Gründen, denen mangelt es an Selbstwirksamkeit. Und psychologisch ist das ein relativ simpler Zusammenhang, denn wenn ich das zuerst stärke, dann wird es auch einfacher und lebenswerter für diese Person, auch wenn sich die Suche und die persönliche Situation weiter schwierig gestalten sollte. Wenn die Kommunikation verweigert wird, dann sind wir natürlich nicht mehr in dem Bereich, wo wir um Resilienz ringen und sagen, ja, Resilienz ist ein Ziel im Team, sondern wenn mir die Kommunikation verweigert wird, dann liegt das Problem woanders. Ja? Also ich nehme das ernst, ich will das nicht wegschieben von mir, aber dann müssen wir zuerst mal eine Gesprächsebene wiederherstellen. Und wenn das nicht geht und da Menschen nicht miteinander überhaupt kommunizieren und sich austauschen wollen, dann hilft meistens tatsächlich nur eine Form von externer Beratung, so schade das ist. Also wenn eine Situation sehr verfahren ist, und es gibt genug solcher Sachen, platt gesagt würde ich an der Stelle mir weniger um Resilienzgedanken machen, dann sagen, das ist ein Ziel, was dahinter liegt. Wie komme ich erstmal wieder in eine vernünftige Zusammenarbeit mit den Personen, mit denen ich das gerne tun würde? Und glauben Sie mir, im Hauptamt und im Ehrenamt habe ich das durchaus schon erlebt. Und das ist so schwierig, wie es sich anhört. Also da möchte ich Sie auch nicht betuppen und sagen, bringen Sie mal einen Kaffee mit, dann läuft das wieder. Das ist nicht der Fall. Das sind die Aspekte, die ich Ihnen aus den verschiedenen Ebenen zeigen wollte, bevor wir weitergehen. Das wollen wir natürlich auch. Und das war meine kleine Übung, die ich mit Ihnen vorhabe. Und die sieht folgendermaßen aus. Sie gucken mal kurz auf Ihren Tag. Und ich schwöre Ihnen, Sie müssen es niemandem verraten. Ich sage Ihnen auch gleich, dass Sie es bitte niemandem verraten. Überlegen Sie mal kurz, was hat heute bei Ihnen geklappt? Egal ob klein oder groß. Welt erschafft haben Sie heute nicht errungen, sonst säßen Sie wahrscheinlich nicht hier. Was hat geklappt? Klein oder groß? Überlegen Sie mal für sich. Vielleicht irgendwas, wo Sie sagten, gut, dass ich es geschafft habe. Und fragen Sie sich auch, was hat mir heute Spaß gemacht? Was war denn schön? Klein, groß, ich nehme alles. Jetzt kommt der nächste Tipp. Und damit richte ich mich gegen viele meiner Kollegen. Erzählen Sie es keinem. Sagen auch warum. Entweder ist es etwas, wo Sie sagen, das würde ich gerne jemandem erzählen, dann tun Sie es auch. Ich kenne keinen, der ein positives Erlebnis hatte und das dann nicht privat auf irgendeinem Wege teilt und mit anderen darüber spricht. Den Tipp braucht kein Mensch. Im anderen Fall kann es aber vielleicht sein, dass Ihnen etwas gelungen ist oder Freude gemacht hat, wo Sie sagen, pff, das war jetzt aber nicht so doll. Und ich sage Ihnen ein Beispiel aus meiner Beratungspraxis. Eine junge Frau sitzt bei mir und sagt, ich habe mich letzte Woche sehr darüber gefreut, dass ich einkaufen gegangen bin. Und ich habe das geschafft. Mir war in einer schwierigen Lebenssituation und sagt, ich habe immer so Panikanfälle gehabt beim Einkaufen und ich war heute einkaufen. Und dann sagt sie genau das, was dann oft kommt. Sie sagt, aber ich war doch nur einkaufen. Er ist doch nichts wert. So, und das ist das, was dann tückisch ist und was eben dann auch den Resilienzaufbau verhindert. Deswegen rate ich in solchen Situationen dazu, erzählen Sie es eben nicht, sondern es ist etwas für Sie, was Sie
geschafft haben, was ihnen gut getan hat und Freude gemacht hat. Wenn es was für andere ist, werden sie es eh erzählen. Aber erstmal ist es was für sie. Wir müssen ihr Zufriedenheitsgefühl stärken. Das erlebe ich in der Beratung immer wieder. Die Unzufriedenheit mit sich selbst ist eine große Gefahr. Und das kann ich auch nicht abtun mit, da steht sich jemand selbst im Weg. Das hört sich immer so an wie, naja, wenn der sich nur anstrengen würde, dann ging es ja auch. Das ist nicht der Fall. Und ich gebe Ihnen so ein bisschen Instrumentarium an die Hand, womit Sie das regulieren können. Und ich sage Ihnen, das funktioniert. Sie müssen kein Tagebuch schreiben. Ich bin immer so gegen diese ganz großen Lösungen, sondern sich wirklich diese Sachen vor Augen halten. Und wenn das Beispiel mit dem Einkaufen und der jungen Frau mit den Panikattacken Ihnen zu fernliegend ist, dann gebe ich Ihnen noch eins. Ich Mutter von 3 Jungs im Teenager- und jungen Erwachsenenalter. Die Betroffenen hier im Raum wissen, was das heißt. Und als die Kinder kleiner waren, mit 3 kleinen Kindern Abendessen, habe ich als Herausforderung empfunden. Und ich weiß noch, dass ich Mama da saß und sagte danach, boah, das war jetzt ein schönes Gespräch, was wir beim Essen geführt haben. Wir haben ein bisschen geplaudert, der eine aus der Schule erzählt. Und dann habe ich danach gedacht, so, die Küche ist immer noch nicht gemacht, die Kinder sind immer noch nicht im Bett, aber ich habe das Abendessen gut hinbekommen, ja, ohne Streit zwischen 3 Jungs, die im Alter nicht weit auseinander sind. Die Betroffenen wissen, was das heißt. Und deswegen erzählen sie es keinem, weil es erstmal was ist für sie ist. Sie haben das erreicht, auch wenn das in den Augen von anderen klein ist. Und das ist tatsächlich wichtig, sich das regelmäßig vor Augen zu führen. Und ich möchte kein Aber hören von wegen, steht in so einem komischen Buch, brauche ich nicht, bringt nichts und als nächstes muss ich noch auf bunte Karten schreiben. Nee, für mich nicht. In der Beratung würde ich Sie auch direkt danach fragen. Also dann würde ich Ihnen damit auch ein bisschen auf die Pelle rücken. Und wenn es nicht hilft, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich gehe für alle meine Tipps in die Haftung, auch persönlich. So, das war unsere kleine Übung. Jetzt sind Sie nicht auf einen Schlag resilienter, ich weiß. Gucken wir mal zurück in die Resilienzgeschichte. Vielleicht wissen das auch einige auch von Ihnen, dass Resilienz eine ganz spannende Geschichte hat. Die wollte ich noch kurz erzählen, aber die erzähle ich überhaupt nicht jetzt, weil Sie viel dringendere Fragen haben. Genau, es gibt noch eine Verständnisfrage und zwar dazu, ob die eben vorgestellten Items nur Einflussfaktoren auf die Resilienz, die im Idealfall eine hohe Resilienz begünstigen, aber keine direkten Messindikatoren von Resilienz sind. Oder wie ist das? Kann man Resilienz auch direkt messen? Ja, also es gibt Resilienzfragebögen mittlerweile auch in größerer Zahl, in englischer und in deutscher Sprache und mit allen möglichen Facetten. Und ich habe eben einen rausgesucht, den ich jetzt stark gekürzt habe. Also im Original hat der insgesamt 80 Fragen. Das wollte ich Ihnen jetzt nicht präsentieren. Und am Schluss bekommen Sie tatsächlich ein Resilienzprofil, was dann aussagt, in welchen Bereichen besonders hohe Werte vorliegen und in welchen Bereichen besonders niedrige Werte vorliegen. Und daraus ergibt sich eben dann auch, ja, platt gesagt, so eine Art Trainingsbedarf. Also es ist tatsächlich, das sind nicht Einflussfaktoren, sondern das sind die Kategorien, die Resilienz ausmachen und die mit diesen Fragen oder Aussagesätzen, die ich Ihnen gezeigt habe, tatsächlich auch gemessen werden. Ich hatte angefangen zu sagen, woher Resilienz kommt. Jetzt kommt kein langer geschichtlicher Abriss, nur ein kurzer. Man hat eigentlich eine traurige oder eine schwierige Geschichte, nämlich es hat angefangen mit den Überlegungen, dass es Kinder und Jugendliche gab, die unter sehr schwierigen Verhältnissen aufgewachsen sind. Also wir kennen das von, also ich kenne das, die Bilder aus Kinderheimen von Schwellenländern oder von früheren Zeiten, wo man sagt, es sieht ja alles ganz furchtbar aus, hier können doch so keine Kinder und Jugendlichen leben. Und da gibt es einige Untersuchungen aus den vergangenen Jahrzehnten, die sich genau mit diesen Kindern und Jugendlichen beschäftigt haben. Und zwar nachdem sie glücklicherweise diese schwierigen Umgebungen verlassen haben, dann hat man festgestellt, dass sie zwar alle unter den gleichen extremen Bedingungen gelebt haben, aber sich nicht alle gleich entwickelt haben. Das heißt, nicht alle haben diese Zeit als tiefes Traumata erlebt. Nicht alle haben nachher psychische Störungen entwickelt, glücklicherweise nicht, sondern man hat eben festgestellt, die entwickeln sich sehr unterschiedlich. Also noch weiter zurückgehend aus den schlimmen Verbrechen des Holocaust, wo man auch weiß, dass alle die nachfolgenden Generationen oder Menschen, die das überlebt haben, auch sehr unterschiedlich auf diese extremsten
Situation reagiert haben. Und das war so der Anlass zu sagen, wenn das gleiche Ereignis was völlig Unterschiedliches auslöst, muss es Gründe dafür geben, dass Menschen so unterschiedlich reagieren. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal Risiko- und Schutzfaktoren an, die natürlich auch schon so ein bisschen den Blick darauf lenken, was kann ich denn daran tun? Ich habe hier auch erstmal nur einige Beispiele rausgesucht. Hier sind die Risikofaktoren auf der linken Seite. Schwieriges Temperament, ja, so überschäumendes Temperament ist da schwierig, als schwierig anzusehen. Platt gesagt, jemand, der anderen auf die Nerven geht. Ja? Also man weiß zum Beispiel leider, dass Kinder mit einem schwierigen Temperament, wenn man das so sagen darf, ein höheres Risiko haben, auch in der Familie Misshandlungen zu erfahren, im Gegensatz zu Kindern, die zum Beispiel extrem schüchtern sind. Vorsicht, ist keine Kausalkette, ne? Sondern die haben ein höheres Risiko, weil sie natürlich innerhalb einer schwierigen Familienkonstellation viel mehr auffallen. Impulsivität ist auch ein Risikofaktor, weil Impulsivität auch heißt, ich kann mich in bestimmten Situationen nicht gut kontrollieren. Und jetzt könnten Sie natürlich recht sagen, ja, wie soll ich denn das beeinflussen? Ja, soll ich mir die Baldrian nehmen jeden Morgen? Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt wirkt. Nein, natürlich nicht. Aber es macht so ein bisschen verstehbarer, warum bestimmte Konstellationen eben nicht so einfach sind. Und dann ist es auch einfacher, das anzunehmen. Dann auch Personen, die sich nicht gut entspannen können. Klar, das ist ein Risikofaktor. Ja? Wer nicht richtig runterkommt nach einer Belastungssituation, da fehlen dann auch die Variabilität im Verhalten. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber das ist ein Risikofaktor, weil eben dann die Anspannung, wenn ich nicht entspannen kann, die Anspannung natürlich viel zu lange anhält und dann viel zu deutlich ist. Klar, Familienprobleme, private Probleme sind ein Risikofaktor. Das ist jetzt nun wirklich nicht überraschend. Wir könnten höchstens sagen, es ist überraschend, dass das Leute auch noch rausfinden mussten. Gleichzeitig aber auch ein Risikofaktor, ein häufiger Wechsel der Umgebung, also zum Beispiel häufige Umzüge in der Kindheit, die dann ein wenig stabiles Umfeld dann irgendwo kennzeichnen und das dann eben auch entsprechend schwierig machen. Und natürlich Mobbing in Schule oder im Beruf ist ein Risikofaktor, weil dann natürlich durch das Mobben ständig auch das Selbstkonzept angegriffen wird und sich dann auch diese Resilienz nicht ausbilden kann. Und sehen wir natürlich auch, okay, Prävention gegen Mobbing oder das Angehen von privaten Problemen oder Familienproblemen kann dann eben auch eine positive Auswirkung in Richtung der Resilienz haben. Auf der Haben-Seite habe ich folgende Beispiele ausgesucht, die jetzt auch noch kommen. Es gibt noch mal eine Frage zur anderen Seite, und zwar, was denn schwierig heißt? Schwieriges Temperament, ja, das ist, ja, ich habe da so ein bisschen rumgeeiert, ehrlich gesagt. Ich weiß, was es ist. Es ist nur schwierig, das neutral zu beschreiben. Also schwieriges Temperament ist ein Begriff, den man bei Kindern und Jugendlichen oft verwendet. Überschäumendes Temperament, sehr laut, eine gewisse Zügellosigkeit, hohe Impulsivität. Das sind Kinder und Jugendliche, die sofort auffallen, weil sie bestimmte Anpassungsleistungen sehr schlecht vollbringen können. Ich eiere weiterhin rum, weil ich bewusst die Formulierungen vermeide, die man in meiner Kindheit für solche Kinder verwandt hat. Das machen wir heute nicht mehr. Wenn meine vorsichtigen Umschreibungen nicht deutlich genug geworden sind, will ich da gerne noch nachlegen. Aber ich möchte eben diesen negativen Touch vermeiden, weil solche Kinder eben früher als in Kindergarten und Schule tatsächlich als schwierig galten und eben aufgefallen sind, aber aufgrund des Temperaments, für das sie in den meisten Fällen wenig konnten, weil ihnen die Selbstkontrollfähigkeiten an dieser Stelle fehlen. Im Erwachsenenalter fallen diese Personen auch auf, meistens flacht sich das so ein bisschen ab, dadurch, dass sich diese Menschen in anderen Rollen wiederfinden und dann eben die Impulsivität besser lernen zu zügeln, also eine bessere Handlungsregulation haben. Aber die gibt es natürlich auch im Erwachsenenalter. Ne? Also ich sage es jetzt einmal, die fallen negativ auf. Ich gehe mal rüber. Ja, habe ich doch zu sehr umgeeiert.
Genau, der gleiche Teilnehmer oder die Teilnehmerin sagt, ich kenne jemanden, der dadurch aber immer Vorteile hatte, wurde immer gleich im Mittelpunkt gesehen und hatte positive Aufmerksamkeit. Genau, wenn das funktioniert, also das hat dann was mit der Wechselbeziehung zwischen Temperament und Umwelt zu tun. Ich mache es mal ganz extrem, wenn Sie so jemanden haben, der dann, na, ich kenne mich nicht gut genug aus, aber ich versuche es trotzdem, in so einem Reality-TV-Format auftritt, dann passt das natürlich perfekt, ja, weil da viel sehen, viel sagen, präsent sein ein Teil des Marktwertes ist. Das ist jetzt sicherlich ein Extrembeispiel, aber es gibt durchaus, ich sag mal, soziale Nischen, wo das passt. Also das muss jetzt, nur sollte die Person vielleicht ja diese soziale Nische nicht wechseln. Das könnte dann schwierig werden. Ich komme jetzt auch zu den Schutzfaktoren, aber wer möchte dann gerne auch noch? Also Schutzfaktoren sind auf jeden Fall die Offenheit für Neues, also die Offenheit für neue Erfahrungen, neugierig sein und sich Sichtweisen angucken oder, also es kann alles Mögliche sein. Also Offenheit kann sein, reisen, neues Essen ausprobieren, eine kulturelle Veranstaltung besuchen, die man noch nie besucht hat, ein Buch lesen, was einem erstmal gar nicht zusagt und wollte ich ja noch nie. Also eine gewisse eine Offenheit gegenüber Ideen, Orten, Handlungen, es ist egal, was es ist, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schutzfaktor und das kann man natürlich auch mal machen, indem man sich auch mal vornimmt, okay, ich mache was ich wirklich noch nicht gemacht habe. Das muss jetzt nicht gefährlich oder wahnsinnig unangenehm sein, sondern mich zu sagen, ja, finde ich so doll, gehe jetzt aber da mal mit. Das macht auch eine ganze Menge aus. Dann natürlich auch Kreativität, die mit Ideenproduktion zusammenhängt und auch die Risikobereitschaft, die lässt sich nicht ganz so gut trainieren. Ja, dazu kommt, dass es in den Kinderzeiten war, zu der Frage zum Zeitpunkt. Und noch eine neue Frage, kann man denn nicht Entspannung lernen? Doch, klar. Also deswegen ist Resilienz ja auch etwas, woran ich tatsächlich arbeiten kann. Und die Entspannungstechniken sind sicherlich gut. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, die müssen aber auch passen. Also musste mich ja nun naturgemäß oder gemäß meines großen Interesses an Menschen, dass ich mich auch mit Entspannungstechniken beschäftigen. Ich bin jemand, der sehr schwer Zugang dazu findet. Und musste tatsächlich relativ lange probieren und mich auch kognitiv davon überzeugen, dass das was bringt, bevor ich was gefunden habe, was bringt. Also wenn Sie das Gefühl haben, das macht mich nicht an und ich möchte bestimmte Dinge nicht tun, weil mir bestimmte Entspannungstechniken nicht zusagen, lassen Sie die Finger davon. Ja, dann suchen Sie sich was anderes. Das kann manchmal etwas mühsam sein, entspannen zu lernen, wenn man sich da schwer tut. Aber das Wichtige, was ich Ihnen mitgeben möchte, ist, lassen Sie sich nicht erzählen, es muss das Programm XY sein, das wäre ganz toll. Das ist nur toll für diejenigen, zu denen es auch wirklich passt. Und wenn Sie nicht gut drin sind, sich zu entspannen, dann ist sicherlich, sich selber in der Entspannungssituation kennenzulernen, auch ein wichtiges Training für Resilienz. Zu den Schutzfaktoren zählen auch intellektuelle Fähigkeiten. Auch da werden Sie zu Recht sagen, naja, das regnet ja jetzt auch nicht. Oder da kann ich auch nicht morgens aufstehen und sagen, hätte ich jetzt gerne. Nee, können Sie nicht. Aber zur Ehrlichkeit gehört eben auch, dass es Persönlichkeitsfaktoren gibt, die sowohl Schutz- als auch Risikofaktoren sind. Und jemand mit größeren intellektuellen Fähigkeiten hat es in puncto Resilienz leichter, muss man so sagen, gehört auch dazu. Zu der weiteren Ehrlichkeit gehört, dass Frauen, und das zeigen alle Untersuchungen quer durch den Garten, das Geschlecht tatsächlich einen Schutzfaktor darstellt, insbesondere im Kindes- und Jugendalter. Und nicht umsonst haben sie die Verteilung von schwierigen Teenager-Situationen in Bezug auf das Geschlecht, die sie haben. Und egal wie rum ich es drehe, ich kann es nicht wegdiskutieren. Fragen Sie mich, ich habe drei Jungs zu Hause, ich kann davon ein Lied singen. Und natürlich haben es Mädchen auch schwer, wenn sie aber unterm Strich gucken in Bezug auf die Resilienzentwicklung, haben Frauen es leichter. Und wenig überraschend, die von mir viel beschworene Selbstwirksamkeit. Wenn Sie das Konstrukt heute zum ersten Mal hören oder den Begriff zum ersten Mal hören, behalten Sie das auf dem Schirm. Der Begriff ist egal, aber dieses ich tue was und das bringt was, ist was wichtiger ist als viele, viele andere Aspekte.
Und natürlich ein Schutzfaktor ist auch soziale Kompetenz. Und da können Sie auch zu Recht sagen, natürlich kann ich das üben, wie man mit anderen umgeht, wie man auf andere hört, wie man auf andere eingeht. Und das, wenn wir das tun, in den unterschiedlichen Kontexten, auch im Unternehmen, indem man sich nochmal Gedanken macht, wie spreche ich denn hier eigentlich mit den anderen oder wie sprechen die anderen mit mir? Das ist ein Schutzfaktor, der zu einer gesteigerten Resilienz führt. Also nicht, nein, es ist wichtig, das kann ich abwerten. Hier habe ich eine etwas komplexere Abbildung mitgebracht zum Zusammenspiel der Faktoren. Das Wichtige ist für mich das, was unten rauskommt. Das ist ein Modell, was an Kindheit angelehnt ist. Da gibt es dann eben Schutzfaktoren und Risikofaktoren, über die ich ja zum Teil schon gesprochen habe. Worauf ich aber hin möchte, ist, dass in diese Bilanz, also wirklich wie eine Bilanz, Belastungen und Ressourcen eingehen. Also die Schutzfaktoren, die förderlichen Bedingungen, aber auch die Belastungsfaktoren gehen mit ein und interagieren miteinander. Und daraus kommt dann die Gesamtbelastbarkeit, was im Ergebnis dann auch heißt, wenn ich für Schutzfaktoren aktiv sorge, kann ich natürlich auch die Resilienz dann entsprechend erhöhen, auch wenn Risikofaktoren vorliegen. Ja, die Frau Bertram interessiert den Genderfaktor. Was kann man denn für die Jungen in der Kindheit und Jugend tun? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage und meiner Ansicht nach müssen wir das auch tun, nachdem ich jetzt auch wieder mir da die neueste Forschung da geholt habe. Also Jungs brauchen genauso wie alle anderen Kindern und Jugendlichen die Selbstwirksamkeit, die Stärkung der sozialen Kompetenz, auch die Stärkung des Gespräches, auch über sich selber. Das klingt jetzt etwas hochgestochen, Kindern und Jugendlichen Reflexionsfähigkeit über sich beizubringen. Aber es gibt tatsächlich auch Programme, ne, wie Resilienz im Kindergartenalter auch schon gefördert werden kann. Und das würde ich dann oder empfehle ich dann auch tatsächlich aktiv zu tun. Also wir haben eine Männergeneration, die Kollege sagte mir das kürzlich, der ist Ende 50, der sagte, ich habe nie darüber gesprochen in meiner Kindheit, wie es mir geht, sondern da hieß es immer, ne, Indianer weint nicht oder Jungs haben keine Angst oder solche Sachen. Und das geht natürlich heute nicht mehr. Und das muss man tatsächlich auch aktiver angehen in der Kommunikation und im Sozialverhalten, als das bei vielen Mädchen der Fall ist. Sollte ich jetzt zu holzschnittartig unterwegs sein, bitte ich das zu entschuldigen. Das ist jetzt so ein bisschen grob über Jungs und Mädchen drüber. Direkt dazu die Frage, haben Jungen denn nicht immer eine gewisse Stärke, mit der sie einschüchtern können? Und noch eine Bitte der Begriffserklärung, und zwar zur sekundären Vulnerabilität. Oh, da habe ich mir was auf den Teller gelegt. Genau, die Jungs machen wir gleich mal was, die sekundäre Vulnerabilität. Wir kennen ja mittlerweile, nachdem wir 2 Jahre uns mit Gesundheitsrisiken intensiver beschäftigt haben, die vulnerablen Personengruppen. Das sind Menschen, die besonders verletzlich sind, in den Medien aktuell eher in Bezug auf eine Covid-19-Erkrankung. Vulnerabilität heißt erhöhte Verletzlichkeit, also Personen, die aufgrund von Rahmenbedingungen, hier geht es um Kinder, die verletzlicher sind. Das wären also primäre Vulnerabilität, wie zum Beispiel schwierige Familienverhältnisse oder eben, wenn es die primär sind, die in dem Kind selber liegen. Zum Beispiel eine chronische Erkrankung. Das habe ich jetzt hier so ein bisschen drüber weggegangen. Eine chronische Erkrankung, eine Störung, eine Entwicklungsverzögerung. Das ist eine primäre Vulnerabilität im Kindesalter, die sich natürlich entsprechend auswirkt. Und die sekundäre Vulnerabilität ergibt sich daraus. Ja, wenn also ein Kind nicht gut mitkommt, weil es eine Entwicklungsverzögerung hat oder eine chronische Erkrankung, dann ergeben sich dadurch natürlich wieder Folgeprobleme, nämlich eine Form der Ausgrenzung, weil es nicht mit zum Sport gehen kann oder ähnliche Sachen. Und dann eben wieder die Angreifbarkeit in Bezug auf Mobbing oder andere Sachen. Also das ist der so eine Folge von primärer Vulnerabilität. Ich bin da, wie gesagt, so ein bisschen drüber weggegangen, weil wir auch heute Kinder nicht so im Fokus haben und weil das auch Aspekte sind, die man natürlich im Nachhinein noch viel schwieriger verändern kann, als wenn man in der Situation ist. Das andere ist der Frage, ne, Jungs
treten immer stärker auf. Ja, merke ich auch. Es zieht sich bis ins junge Erwachsenenalter in der Hochschule. Ich unterrichte selber in Studienfächern, wo ich oft mehr weibliche Studenten in der Veranstaltung habe. Das liegt einfach an den Interessen, ne? So Psychologiefächer, da sitzen oft mehr Frauen. Aber ich kenne nach dem ersten Tag alle jungen Männer. Ja, das ergibt sich immer so. Also das in den letzten Jahren nicht anders erlebt. Es geht auch allen Kollegen so. Klar, das ist ein Machtfaktor. Nur der, wenn ich versuche, in einem jungen Erwachsenenalter Belastungen mit Macht zu begegnen, wissen wir, dass das als alleiniges Instrument nicht ausreicht. Das heißt, dieses das Gehabe, nenne ich das jetzt mal, muss dann einhergehen mit einem stabilen Selbstkonzept und mit einer hohen Selbstwirksamkeit. Wenn das nicht da ist, ist es leer und kann dann auch das Negative bewirken. Also es muss dann eben auch dazu passen. Also es ist so, dass natürlich in bestimmten Konstellationen, also ich erlebe das in Studierendengruppen relativ deutlich, dass, wenn ich es mal zuspitze, die Wortführer sind die jungen Männer. Auch wenn viele Frauen da sind, also wenn die Frauen eigentlich numerisch in der Mehrheit sind. Und das sagt aber jetzt noch nichts darüber aus, ob die mit Belastungen besonders gut umgehen können. Wir wissen ja im Ergebnis, dass aktuell, was Schul- und Hochschulleistungen angeht, junge Männer oder Jugendliche im Falle der Schule schlechter abschneiden als Mädchen. Das hat sehr, sehr viele Gründe. Also das hat jetzt nicht nur was mit der Resilienz zu tun, aber ich sag mal so, wenn ich ein stabiles Selbstkonzept habe, was nur bei schönem Wetter funktioniert, nämlich dann, wenn ich übertreibe es jetzt mal, die große Klappe haben kann, dann kann ich natürlich auch Belastungen nicht begegnen, sondern das muss dann schon so stabil sein, dass es auch Belastungen standhält. Ich weiß, ich habe mich jetzt mit der Erwähnung der Frauen da so ein bisschen in eine schwierige Situation gebracht, aber ich bin auch hier, um Ihnen zu sagen, wie die Lage ist und nicht nur die Sachen, die ich schon immer mal erzählen wollte. Ich mache es noch mal ein bisschen komplexer. Wir haben hier, worauf es nämlich ankommt im Ergebnis, sind die Ressourcen. Ressourcen kam vorhin auch, glaube ich, schon mal in der Frage vor. Wir haben hier eine sehr, sehr starke Interaktion zwischen dem, was Leute erfahren haben, auch mit den Kindheitsfaktoren, mit wie die Familie ist, wie das soziale Umfeld ist. Und das interagiert mit der Umwelt. Das erleben wir alle im beruflichen Kontext. Wenn Leute schlecht drauf sind, weil in der Familie was sehr schwierig ist oder in der Partnerschaft, dann spürt man das oft stimmungsmäßig in der Zusammenarbeit. Das nennt man dann ganz vornehm transaktionaler Prozess zwischen Person und Umwelt oder zwischen verschiedenen Umwelten. Ja, und dann kommt das raus, was Sie sicherlich in vielen Stellen auch schon erlebt haben. Und diese Interaktion in einer schwierigen Situation, wenn so ein Stressor auftaucht, hier, da haben wir einen, so ein Stressor taucht auf, dann findet diese Interaktion statt und dann können wir auf Ressourcen und Resilienzfaktoren zurückgreifen. Und die haben wir dann hoffentlich. Ne? Dann haben wir nämlich die sozialen Kompetenzen oder eben die kognitiven Fähigkeiten, sich Hilfe zu holen oder eben auch die emotionale Stabilität, die einen nicht sofort rauskickt, wenn mal was nicht läuft. Und dann kommt eben dieser Resilienzprozess, der dazu führt, dass ich eben diese schwierigen Situationen bewältigen kann. Und das, was den Unterschied macht und wo wir ansetzen können, mit dem, was wir tun, das sind diese Ressourcen. Und wenn Sie sich das angucken, klar, ich kann soziale Kompetenz kann ich erweitern, ich kann emotionale Stabilität erweitern. Ich habe das auch noch mal größer auf einer Folie. So, da sind sie. Ich kann hier die kognitiven Fähigkeiten nicht unendlich erweitern. Also ich kann Leute nicht schlauer machen, als sie sind, aber ich kann eben zum Beispiel Wissen, Mechanismen und Prozesse deutlich machen. Ich kann mich um die emotionale Stabilität kümmern, indem ich Möglichkeiten biete, mit Frust, Nervosität und Ängsten einfach mal umzugehen. Das muss auch gar nicht ein großes Therapieprogramm sein, sondern einfach mal fragen, wo machst du dir denn Sorgen? Ja, was macht dir denn besonders große Angst? Und das kann schon zur Stabilität beitragen, dass man weiß, da ist einer, der interessiert sich dafür. Auch Gesundheitsaspekte, also schlicht gesund bleiben, Gesundheit erhalten, ist eine wichtige Ressource. Wir wissen alle, wenn wir körperlich nicht gesund sind, welche dramatischen Auswirkungen das auch auf Stimmung und alles weitere hat. Das heißt, hier sehen wir die Resilienzfaktoren. Und jetzt könnte die platte Antwort sein, ja, kümmern Sie sich darum, ja,
Das ist natürlich ein bisschen sehr platt, deswegen habe ich versucht, da immer auch Tipps zu geben, die man auch tatsächlich etwas leichter umsetzen kann. Das heißt, wenn ich meine Resilienzfaktoren stärken will, muss ich darauf gucken, wie ich in welchen Umgebungen kommuniziere, wie meine eigene Gesundheit ist, mich um meine Gesundheit aktiv sorgen, mich um meine emotionale Stabilität sorgen, was heißt eben auch gucken, dass ich positive Momente habe und freudvolle Momente mir dann entsprechend auch gestalte. Und das sind die Resilienzfaktoren, mit denen wir auf den verschiedenen Ebenen was machen können. Und die machen dann auch den Unterschied im Umgang mit Belastungssituationen. Ja, ich habe noch eine Frage, und zwar, welchen Einfluss hat das persönliche Wertekorsett? Und weise auch darauf hin, dass es schon kurz vor Ende der Stunde ist. Bitte bleiben Sie auch noch dran. Ich habe Ihnen noch ein paar schöne Termine, unter anderem, wann Sie uns wiedersehen. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber lass mich so schön tragen durch die vielen Fragen. Das Wertekorsett hat natürlich eine große Bedeutung, aber nicht jeder Wert gleich viel. Wenn ich natürlich ein Menschenbild habe, was sehr von Respekt geprägt ist, wo ich sage, Mensch, zu meinem Wertekorsett gehört auch mit Menschen sehr gut umzugehen und mich um andere Menschen zu sorgen, dann ist das sicherlich ein Wert, der dann auch zu einem Resilienzfaktor wird, weil ich sage, das ist was mich auch hält. Ja. Schwieriger wird es dann erst, wenn Werte miteinander im Widerspruch stehen. Und hier sehen wir diese Resilienzfaktoren, die man dann auch entwickeln kann. Und ich wollte Ihnen noch einen Aspekt mitgeben. Also hier haben wir die Resilienzfaktoren nochmal in etwas mal anderer Form. Und dazu gehören noch die beiden Aspekte, die jetzt hier rot sind. Schwierige Umstände, ja, die kommen von selber, aber eben auch angemessene Aufgaben. Das heißt, zur Resilienz gehört auch, dass ich mir nicht, ich sag mal, zu viel auf den Teller tue. Jetzt weiß ich, wie schwierig das oft ist in Familie und Beruf. Aber auch das gehört dazu, das zu erkennen und dann eventuell Nein zu sagen oder andere Situationen zu finden. Zu Resilienzfaktor gehört auch Erfolg zu empfinden. Das war das, was ich meinte mit, was haben Sie geschafft? Und da sind besonders sehr ehrgeizige Menschen betroffen, die, wie meine Mutter das vorher sagte, du hast dir den Brotkorb sehr hoch gehängt, ja, du hast dir deine Erwartungen zu hoch gehängt. Auch das ist ein Resilienzfaktor, Erfolge tatsächlich auch genießen zu können, ohne immer direkt zu gucken, was könnte denn der nächste Erfolg sein. Also es gibt Menschen, die das überhaupt nicht betrifft. Der Ehrgeiz ist eine stabile Persönlichkeitseigenschaft. Im extremsten Fall Menschen, die von Ehrgeiz zerfressen sind, die sind nicht resilient, weil die immer irgendwas hinterherjagen. Ja, da ist irgendwas. Und da hilft es tatsächlich, sich das klar zu machen, dass dieses Leistungsstreben ein Teil der Persönlichkeit ist und nicht von außen in irgendeiner Form kommt. Klar, ans Handeln muss man kommen und auch die Bewältigung. Aber das sind alles Sachen, die auch dazu beitragen, die zum Teil, und dann versuche ich ein Ende zu schaffen, zum Teil haben wir Resilienzfaktoren, die wir aktiv angehen können. Vernünftig mit Menschen sprechen, sich selber Erfolgserlebnisse schaffen, sich über positive Dinge Gedanken machen, ohne sich selber andere Gedanken zu verbieten. Und dann gibt es Resilienzfaktoren, mit denen wir leben müssen. Wie eben zum Beispiel mein letztes Beispiel war überbordendes Erfolgsstreben. Da muss ich mit mir irgendwie mal klarkommen, ja, dass das so in der Form tatsächlich klappt. Und alles das natürlich auf Teams und Organisationen übertragen. Aber es fängt immer bei den Menschen an und der soziale Umgang und alles das, was wir da machen können, trägt mehr dazu bei, als wir uns manchmal träumen lassen. Ja, so schnell kann eine Stunde vorbeigehen. Und bevor ich Sie verabschiede und unsere Termine nenne, noch ein Hinweis auf morgen. Und zwar morgen findet ein Termin statt von 19 bis 20 Uhr, Talk about Koalitionsvertrag. Und zwar mit dem Dr. Thomas Nitsche, der Oberbürgermeister von der Stadt Jena in Thüringen. Der war tatsächlich auch in einer der 16 Arbeitsgruppen mit involviert in Berlin. Und dem Gerald Ulrich, der jetzt die weitere zweite Legislaturperiode auch als Mitglied des Bundestags wirken darf, auch aus Südthüringen.
Und dann haben wir am Freitag eine Veranstaltung um 17 Uhr zum Thema Reichsbürger in Deutschland, eine unterschätzte Gefahr, unter anderem mit dem Manuel Möglich, das ist ein Journalist und ein Filmemacher. Ja, und uns sehen Sie wieder am 16.02. Nicht nur uns, denn an diesem Abend ist auch der Tom Buschert mit dabei. Und es geht darum, warum so viel Hass und vor allem im Netz. Was können wir tun bei Hasspostings, verbaler Aggression bis hin zu Drohungen? Darum soll es dann gehen, gerade auch im politischen Bereich. Ja, und dann haben wir noch einen Talk wieder angesetzt mit uns beiden am 2.3. Da wird es um das Thema Jammern gehen. Ja, also uns können Sie immer wieder mittwochs abends mal sehen. Und dann teile ich Ihnen noch mit, genau, vielen Dank, Frau Fleischer, der Hinweis. Und zwar service@freiheit.org ist die E-Mail-Adresse, bei der Sie Wünsche äußern können, Fragen stellen und auch Ihre Bitte nach dem Handout. service@freiheit.org ist die Mail-Adresse. Und ja, ganz lieben Dank für Ihre Teilnahme und danke auch, dass es Ihnen gefallen hat. Und wir verabschieden Sie jetzt in Ihren Abend. Ganz lieben Dank. Tschüss, bis bald. Tschüss, vielen Dank.